Hallo Leute, Matthias wieder hier, wie immer aus dem wunderschönen Thailand, im Isan, in der Gegend von Surin. Und was gibt's Neues? Wie man sieht, die Reisernte hat begonnen. Man sieht die Maschinen da ganz im Hintergrund, also noch ziemlich entfernt von unserem Felder. Das sind die vom Nachbar, der hat zuerst mit der Aussaat begonnen. Und fängt jetzt auch zuerst mit der Ernte an. Unsere Felder sind noch nicht so weit, aber ich glaube, ab nächste Woche kann der auch geerntet werden. Heute ist ein wunderschöner Tag, Sonne, nicht so heiß. Ja. Was für eine wunderschöne Aussicht von unserer Terrasse hier rundherum Reisfelder. Und wir schauen uns diese Reisernte noch mal ein bisschen aus der Nähe an. So, da sieht man jetzt die Felder. Also der Reis ist eigentlich reif, ja. Hintergrund die LKWs, mit denen wird dann die Ernte weggebracht. Und da sieht man, ja, ist alles etwas weit entfernt. Aber schauen wir uns noch mal den Reis an, ob der wirklich reif ist. Ja. Ja, ja, den kann man ernten. So. Das geht dann ganz schnell, weil wenn die kommen, das wird manchmal arbeiten die sogar nachts. Und ich glaube, in ein paar Tagen ist dann das alles vorbei. Und nachher werden dann auch die Strohballen gemacht. Meine Hunde sind auch wie immer in der Nähe. So, da schauen wir mal zu unseren Feldern. Ich glaube aber, die brauchen noch ein paar Tage. Also ich glaube, ab nächste Woche kann man die dann auch ernten. So, das sind jetzt unsere zwei Reihen. Von hier geht's los. Und dann bis zu den Bäumen ganz hinten. Also nicht bis zu diesem großen Baum, weiter hinten. Zwei Reihen haben wir gepflanzt und ja, ja, ist eigentlich auch schon reif, aber wir lassen ihn lieber noch ein paar Tage. Sicher ist sicher, wenn die auch Zeit haben, denn man muss mal mit denen sprechen. Und wenn sie jetzt schon mal hier sind, dass sie auch unsere zwei Reihen machen, wie gesagt, das geht dann ganz schnell. Und dann wird der Reis getrocknet, in Säcke verpackt und aufbewahrt im Trocknen. Und wenn man welchen braucht, immer so einen Sack frisch zur Reismühle tragen, damit er geschält wird, dann ist er immer frisch. So, das ist unser Gras. Ist alles prächtig gewachsen. Jetzt ist die Regenzeit vorbei. Und jetzt heißt es natürlich gießen, also die Bäume und alles. Muss man immer wieder Wasser geben, sonst wird das wohl nichts. Ist jetzt unser Feld, das auch noch gemäht werden muss. Unsere Motorsense ist aber beim Reparieren,
ist leider kaputt gegangen. Aber so wie es aussieht, wird sie heute fertig, dann können wir sie nachher abholen. So, und wie gesagt, in Surin hat ja jetzt das große Elefantenfest begonnen. Und dahin wollen wir heute auch noch fahren mit meiner Frau. Einfach mal gucken, was da so los ist am Markt. Da ist immer einiges geboten. Und ja, ist auch ein schöner Ausblick, diese reifen Reisfelder hier, goldgelb. Das ist halt, was ich am Isan auch mag. Jetzt wird der Reis geerntet, nachher kommen die Kühe raus zum Weiden hier. Einfach schön, finde ich. Da ist der Truck stecken geblieben. Ja, ist alles noch Weichheit. Die Erde im Reisfeld ist weich. Ist klar. Ja, passiert halt. So Leute, wie gesagt, wir werden heute dann gleich nach Surin fahren. Einmal das Auto waschen, ist dringend nötig, dann ein bisschen einkaufen und dann beim Elefantenfest am Markt vorbeischauen. Mal sehen, vielleicht mache ich da auch ein Video. Denn das Highlight ist ja erst nächste Woche vom Elefantenfest, sondern das Elefantenbuffet und die Elefantenshow und so weiter. Da ist immer was los. So Leute, das war es dann mit einem kleinen Video von mir hier aus dem Isan in der Gegend von Surin. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss.